Was lieben wir hier auf ProSieben Max? Richtig, Anime. Deswegen testen wir für euch das neue Naruto-Game. Lohnt es sich und was kann man entdecken? Und wir haben uns das große Duell Bayern gegen Dortmund angeschaut. Also nicht auf dem echten Rasen, nein, wir haben deren E-Sport-Abteilung unter die Lupe genommen. Außerdem haben wir uns angeguckt, wie viel Gaming steckt eigentlich in Brettspielen. Was steckt dahinter, wer lernt von wem? Das alles jetzt im E-Fernsehen. Herzlich willkommen beim E-Fernsehen, eurer Lieblingsadresse, wenn es um Videospiele im Fernsehen geht. Ich bin Lea und neben mir sitzt heute Hauke. Hallo Lea, hallo Fernsehwelt. Ich bin ehrlich, hier ist es bedeutend bequemer als am Schreibtisch. Aber wir haben heute so, so, so coole Themen, Lea. Kennst du eigentlich diesen Run hier? I'll Rachel Nevada at 6:30. Ja, also den Clip habe ich natürlich damals gesehen, so wie jeder. Das ist doch der Naruto-Run, oder? Aus dem Anime und dem Manga und so. Yes, aber das wisst ihr als ProSiebenMax-Zuschauer und Zuschauerin sowieso. Und ihr sitzt wahrscheinlich eh alle gerade so vorm Fernseher. Aber es gibt über diese ganzen Abenteuer vom Ninja eben nicht nur die Animes und die Mangas. Nein, es gibt auch richtig viele Videospiele. Ja, also die Animes habe ich geschaut, auch ein paar von den Mangas gelesen. Aber bei den Videospielen, da bin ich irgendwie nie reingekommen. Du? Nee, ich habe die auch nicht gespielt, aber es sind auch wirklich viel zu viele. Also wirklich viel zu viele zum Spielen. Ich lese einfach mal vor. Wir haben A Clash of Ninja, Ninja Council, Ninja Destiny, Path of the Ninja, Uzumaki Chronicles, Ultimate Ninja und jetzt ist sogar noch ein neues draußen. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm. Okay, und das hast du jetzt gezockt? Nee, habe ich nicht. Entschuldigung. Wir haben da einen Experten, und zwar unser Prakti Daniel. Der liebt nämlich Animes, Mangas und alles, was bei Naruto mit dazugehört. Und den haben wir mal rangesetzt, weil der feiert die ganze ProSieben Max-Welt sowieso. Der hat es auf die 3 programmiert auf der Fernbedienung. Und der muss den Test machen. Naruto. Der kleine, energiegeladene Ninja aus Konohagakure bringt seit 20 Jahren Gamer sowie Anime-Fans zum Jubeln. 6 lange Jahre ist es aber nun schon her, seitdem wir uns mit dem Boruto-DLC für Ultimate Ninja Storm 4 begnügen konnten. Damals war der Story-Mode schon eine Erzählung der Handlung aus dem Anime, doch in Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections kommen wir so richtig auf unsere Kosten. Die Story handelt hier nicht nur von Naruto aus Zeiten von Team 7 und Shippuden, sondern auch von Boruto. Ziel ist es diesmal aber, die Story mit allen besonderen Momenten noch einmal neu erleben zu können. Zugegeben, der Story-Mode von Naruto ist etwas spartanisch. Screenshots aus dem Anime mit einigen Voicelines und sehr schnellen Zeitsprüngen machen das Gameplay etwas zäh und erinnert vom Layout an einen seltsamen Anime-Dating-Simulator. Anders ist es in der Boruto-Story. Hier hat man animierte Filmsequenzen. Leider fehlt hier eine kleine Open World, die man von den Vorgängern kennt. Ein besonderes Highlight in diesem Ultimate Ninja Storm-Spiel ist die Sprachausgabe, die erstmals auch auf Deutsch verfügbar ist. Mit den Original-Synchronsprechern versteht sich. Noch nicht! Mein Blut ist noch nicht abgekühlt! Klar werden jetzt viele sagen, ich schaue Animes eh nur auf Japanisch, mit Untertiteln ist alles viel besser. Aber manche verbinden die Nostalgie von Narutos einfach mit der tollen Zeit, nach der Schule heimzukommen und erstmal die Glotze anzuschmeißen. Natürlich hat man in Naruto x Boruto nicht nur Geschichten zu erleben, sondern auch Kämpfe. Hier hat sich seit dem 4. Teil nicht viel verändert. Die Kämpfe sind wie gewohnt allein oder mit bis zu 2 Begleitern spielbar, während die Ninjas regelrecht herumspringen. Auch Shuriken und Kunais wilde Kloppereien oder die Ninja-Techniken, auch Jutsus genannt, sind hier auch Teil des altbekannten Gameplays. Aber besonders die Jutsus sind hier das absolute Highlight der Kämpfe. Ich meine, ach, schaut einfach selbst. Oh ja, ich liebe Animes. Falls einem ein Berge zerteilender Gott doch zu langweilig wird, kann man dann eigentlich aus allen Charakteren des Naruto-Universums aussuchen. Mit mehr als 130 Charakteren sollte einem definitiv genug Abwechslung geboten sein. Selbstverständlich sind hier viele Charaktere mehrfach spielbar und unterscheiden sich in ihren Formen und Jutsus, wie zum Beispiel Naruto als Kind oder in der Eremitenform. Neben der Story gibt es wie auch sonst freie Kämpfe, in denen ihr wilde Duelle zwischen Madara, Obito und Pain gegen Boruto, Naruto oder Choji entstehen lassen könnt. Des Weiteren könnt ihr euch gegen eure Freunde oder andere Gegner im Online-Modus behaupten. Abgesehen von der ganzen Nostalgie, die Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections in mir hochkommen lässt, muss ich zugeben, dass ich manchmal etwas überfordert war. Teilweise wurde ich mit Benachrichtigungen regelrecht bombardiert und war mir über deren Inhalt nicht mal im Klaren. Anderweitig war das Gameplay zwar wie vor 6 Jahren auch sehr simpel, mir aber ein Stück zu einfach und gleichzeitig etwas eigenartig. Schläge trafen teils nicht, die CPU sprang ununterbrochen herum und die Erwachenfähigkeit, in der man eine kurze, starke Form erhält, wurde die ganze Zeit unterbrochen.
Wie vorhin auch bereits angesprochen, ist darüber hinaus die Geschichte des jungen Naruto sehr stark gekürzt. Und ehrlich gesagt reichten mir keine Screenshots aus dem Anime mit neu vertonten Voicelines, um mich ein weiteres Mal durch meine Kindheit zu befördern. Ich selbst schaute mir jede Folge an und muss sagen, dass die ein oder andere Filler-Folge doch ganz lustig war und zumindest ein wenig zur Story beitragen konnte. Alles in allem versucht Naruto x Boruto, wie es auch in der Intro-Sequenz gezeigt wird, die Geschichte von Naruto noch einmal neu zu erzählen und schafft das auch, wenn auch mit einigen Kürzungen. Fans der Spielereihe sowie Fans des Animes werden aber definitiv viele spaßige Stunden mit Naruto, Sasuke und Co. haben können, während sie die Story ein weiteres Mal im Schnelldurchlauf durchleben, auch wenn die Kämpfe hier der Hauptteil sein werden. Spieler, die sich Naruto x Boruto aber in der Hoffnung kaufen, ein Open-World-Ninja-Epos mit einer 1:1-Erzählung der Geschichte zu erhalten, werden aber enttäuscht. Ultimate Ninja Storm Connections fühlt sich hierbei eher an wie ein großer, zusammenfassender letzter Teil einer erfolgreichen Anime-Spieleserie. Ja, hier, schau doch mal, ist doch bedeutend entspannter als ganz, ganz viele andere Franchises. Zum Beispiel One Piece, ey, 1000 Folgen, um überhaupt irgendwie in diese Welt reinzukommen. Nee, dann lieber entspannt Naruto. Vielleicht mit dem Game. Ja gut, und was Schönes, es gibt mal ein bisschen Abwechslung. Es gibt ja auch andere Spiele-Franchises, für die das immer ein bisschen ein Problem ist. Ist das gerade deine Überleitung zum Thema FIFA? Beziehungsweise EA Sports FC, so heißt es ja neu. Ne? Ist eine Revolution in der EA Sports Welt, ein neuer Name, nicht mehr FIFA. Oh. Ja genau, EA FC, kurz, da gab es ja letztes Wochenende den Start der Virtual Bundesliga. Vielleicht hast du es mitbekommen. Das ist ja der Wettbewerb parallel zur Fußball-Bundesliga, nur eben an der Konsole. Richtig. Kurz VBL. Könnt ihr was lernen hier in der Sendung. Und da sind jetzt zwei Schwergewichte mit dabei, nämlich der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die sind beide am Start. Aber dieses Ganze mit dem Modus und den Teams, das ist alles so komplex geworden, Lea. Ey. Ja, und deswegen habe ich mich rangesetzt und hier nur für dich einen Beitrag gemacht. Deutschland und der Fußball. Eine Romanze bewegender als Romeo und Julia. Eine Geschichte, die nur der Sport schreiben kann. Und das auch abseits des Rasens. Fußball-Simulationsspiele gehören zu den beliebtesten Videospielen in deutschen Wohnzimmern. Und deutsche Profis konnten bereits zweimal den Weltmeistertitel für sich beanspruchen. Doch bevor sie sich international beweisen können, müssen sie sich erstmal im eigenen Land an die Spitze schießen. Bei der VBL, der virtuellen Bundesliga. Die VBL ist mit dem DFB-Pokal national das größte und wichtigste Turnier. Dort spielen halt bis zu 36 Profivereine aus der ersten und zweiten Bundesliga. Und die treten divisionsübergreifend dann gegeneinander an und versuchen dann den Clubmeister zu erspielen. 35 Clubs spielen dieses Jahr um den Titel VBL-Clubmeister. Parallel können sich Einzelspieler bei den VBL Open einen Eintritt ins Grand Final erspielen, wo dann die 32 besten Spieler beider Wettbewerbe letztendlich den deutschen Einzelmeister suchen. Doch neben dem neuen Namen mit EAFC 24 gibt es vor allem in der Clubmeisterschaft in diesem Jahr einige Änderungen. Zum Beispiel, dass es auch einige neue Clubs dazu jetzt an der VBL teilnehmen. Unter anderem die großen Namen wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund, aber auch jüngere Neulinge, zum Beispiel der SV Elversberg. Auf dem Platz dominieren der BVB und Bayern den deutschen Fußball seit Jahren. Doch bei der virtuellen Bundesliga sind sie die Neuen. Denn zum allerersten Mal sieht die Lizenzierungsordnung der deutschen Fußballliga eine Teilnahme an der VBL vor. Lediglich Union Berlin hat sich trotzdem noch gegen eine Teilnahme entschieden. Als gemeinnütziger Sportverein betrachten wir es als unsere Aufgabe, den eigentlichen Sport zu fördern, nicht dessen digitale Simulation. Laut dem Direktor für Marketing und Digitalisierung bei Borussia Dortmund, Alexander Mühl, hat sich auch sein Verein lange schwer mit dem Thema E-Sport getan. Doch seit 3 Jahren gehen sie das Ganze einfach etwas anders an. Wir wollen das ganze Thema wirklich aus der Fanbrille herausdenken. Und man glaubt es ja kaum, ich bin ja auch schon Ende 40 und ich habe beispielsweise Fußballspiele angefangen in den späten 80ern zu zocken, aber immer auch als BVB-Fan. Ich habe immer den BVB genommen, ich habe immer versucht, mit dem BVB erfolgreich zu sein. Also Gaming war eigentlich immer was, wo ich mein Fantum ausgelebt habe und das war eigentlich für uns der Startpunkt. Bisher hat der BVB den E-Football hauptsächlich zu Entertainment-Zwecken genutzt und damit eine jüngere Zielgruppe angesprochen. Ähnliches erwartet sich auch die DFL von der VBL. Doch ist Dortmund dafür richtig aufgestellt?
Ich glaube, wir haben eine geile Mischung im Kader. Also mit Rui einen wirklich starken Spieler, Israeli, der wirklich brennt für den BVB. Wir haben auch Leute, die hier eine Ausbildung machen. Also Deninho, der echt oft von der Südtribüne über einen Ausbildungsplatz beim BVB in VBL-Kader gekommen ist. Wir haben Nachwuchstalente wie ein Dortmunder Stadtmeister drin. Also eine gute Mischung, die auch Identifikationspotenzial bieten. Und wo wir auch schon, glaube ich, ambitioniert mitspielen können. Aber wir haben jetzt uns kein hartes sportliches Ziel vorgenommen, sondern für uns ist es auch erst ein Jahr, wo wir eigentlich lernen wollen, wie wir im Wettbewerb funktionieren und wie der Wettbewerb für unsere Fans funktioniert. Wie weit sie damit letztendlich kommen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Doch Fans wünschen sich natürlich vor allem eins: den Klassiker gegen den Erzrivalen, den FC Bayern München. Der wollte sich allerdings nicht in einem Interview zur VBL äußern. Ich bin jetzt hier beim Sitz des FC Bayerns in München und versuche persönlich noch mal etwas über Bayerns Teilnahme an der VBL herauszufinden. Vielleicht hilft das Trikot ja. Das Trikot hat leider nicht geholfen. Sie meinten, wir brauchen eine Drehgenehmigung. Aber egal, vielleicht finden wir hier noch irgendwen, der was zur Virtual Bundesliga sagen kann. Hier hinter mir sollen gleich ein paar Spieler rauskommen und vielleicht können die uns ja was über die VBL sagen. 2 Stunden später. Tja, irgendwie haben wir hier auch kein Glück. Aber warum hält sich Bayern, was die VBL angeht, so bedeckt? Welcome to eFootball. Tja, der Fußballverein hat seit 2019 Konami als Platin-Partner und die haben ihren eigenen Fußballsimulator, eFootball 2024. Die Münchner waren in den vergangenen Jahren auch schon sehr im eFootball aktiv, nur eben nicht bei EA. Das Team für das Konkurrenzspiel und die VBL wurde diesen August in Auswahlturnieren komplett neu aufgestellt. Doch wer ist jetzt eigentlich der Favorit für diese Saison? Natürlich RB Leipzig ist, denke ich mal, Favorit 1. Allein schon mit Umut und Anders haben sie ein super Team. Jetzt haben sie auch noch Levifeen, auch einen E-Nationalspieler dazu gewonnen, der letztes Jahr sehr, sehr stark performt hat. Für mich absoluter Top-Favorit. Und ja, dahinter wird sich halt zeigen. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Überraschung. Vielleicht kommt nochmal der SC Paderborn raus oder Bayern 04 Leverkusen spielt oben mit oder der FC Augsburg. Schafft es endlich mal wirklich ins Halbfinale. Bin mal gespannt, wo die Reise hingeht für die ganzen Teams. Ob Bayern oder Dortmund mit ihren Strategien Erfolg haben, können wir die nächsten Wochen jeden Dienstag und Mittwoch online im Stream und zum Teil auch offline, wie bereits vergangenes Wochenende zum Auftakt der Saison in Köln sehen. Klar ist auf jeden Fall schon mal, der E-Sport ist dank der bekannten Neuzugänge wieder etwas mehr in den Fokus gerückt und Fußballfans können auch abseits des Rasens weiter für ihr Team jubeln. Ja, aber Lea, jetzt weiß ich immer nicht, für wen ich bin. Also RB Leipzig hat sich die besten Spieler gekauft. Bayern ist irgendwie auch Außenseiter. Man kann nicht saufen, weil die Spieltage teilweise online sind. Hä? Ist irgendwie alles nicht so, ich finde da nicht so richtig den Zugang. Weißt du? Ja gut, wenn es ums Trinken geht, das kannst du spätestens bei den Grand Finals. Die sind nämlich offline und so Offline-Events sind ja meistens eh geiler. Ja, die sind auch immer weit weg. Also wir sind ja hier in München. So, und der Weg von hier zu jedem großen Offline-Event ist immer ewig. Also ich muss mal richtig weit reisen. Gibt es denn nicht mehr was in München oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung. Eben unsere Sendung ist hier, das ist cool, aber... Ja gut, bevor du dir da jetzt den Kopf zerbrechen musst, ob du wirklich umziehen musst in eine andere Großstadt, Aykut und Sonja waren mal in 2 deutschen Großstädten und haben mal geschaut, wie die E-Sports technisch so aufgestellt sind. E-Sport in Deutschland hat ja schon Tradition. Aber was ist eigentlich unsere E-Sport-Hauptstadt? Unsere Reporter Aykut und Sonja haben den Check gemacht. Köln gegen Hamburg, wo kann man mehr erleben? Hey Sonja, na, was geht? Hey Aykut, ich bin gerade im Arcadia. Mega cool hier. Aber Hamburg ist ja auch die coolste Gaming- und E-Sport-Stadt Deutschlands. Sonja, die Verbindung ist ganz schlecht. Hast du gerade gesagt, dass Hamburg besser sein soll als Köln? Hä, doch klar. Warst du schon mal hier, Arcadia? Das ist einfach der Standort für Gamer. Hier gibt es VR, ActoRacer und natürlich jede Menge PCs und Konsolen. Man kann hier sogar Events oder zum Beispiel einen Junggesellenabschied machen. Sowas habt ihr nicht in Köln. Ja gut, das vielleicht nicht. Aber wir haben das Experian in Köln. Es ist eine Gaming-Location von Mediamarkt Saturn. Da kannst du mit deinen Freunden hingehen, gemeinsam zocken, die neueste Hardware abchecken. Und sogar E-Sport-Event gibt es vor Ort. Wenn das nichts ist, haben wir sogar noch die Gamescom in Köln, ja? Das ist ja nur die größte Gaming-Messe der Welt. Also wenn das nichts ist... Ja, Gamescom, Schmamescom, das ist doch viel zu voll. Das ist gar nicht so cool, wie man sich das vorstellt.
Hier in Hamburg ist noch was richtig Cooles, nämlich die Polariscon. Da gibt es eine Manga-Küche, Ausstellungen und vieles mehr. Und Creator kann man auch treffen, zum Beispiel Gronkh, Dr. Freud oder die Rocket Beans. Und wem in Hamburg jetzt noch richtiger E-Sport fehlt, der wird dank Unicorns of Love tatsächlich auch fündig. Die sind in League of Legends, Valorant, PUBG Mobile, Sim Racing und E-Sailing vertreten. Und als richtiger LOL-Fan weiß ich natürlich auch, dass Unicorns tatsächlich eine richtige LEC-Spielerfabrik ist. Seit wann gibt es die überhaupt? 10 Jahre? Wir in Köln haben SK Gaming, die gibt es seit 1997. Meisterschaften in Quake, Counter-Strike, FIFA und bis vor kurzem waren sie sogar mit dem ersten FC Köln in der Virtual Bundesliga vertreten, die deutsche Meisterschaft in FIFA. Deutsche Meisterschaft in FIFA? Soll ich dir mal eine richtige deutsche Meisterschaft zeigen? Hier in Hamburg ist die Prime League, die höchste deutsche Liga in League of Legends. Und das ist ja mal ein Riesenspektakel. Ich meine, schau dir das doch mal an. Ja, das klingt nice, muss ich zugeben. Aber Köln hat auch noch die IM Cologne in Counter-Strike. 20.000 Leute vor Ort in der Arena. Mach das mal nach. Und was ist mit München? Was willst du jetzt mit München? Gibt es in München eine Gaming-Bar? Ich glaube nicht. Gibt es eine Gaming-Location im Allgemeinen? Eher weniger. Nicht mal der FC Bayern macht was Gescheites im E-Sport. Also was willst du mit München? München, wir reden gar nicht über München. Berlin, Berlin gleich nicht. Aber München, da gibt es überhaupt nichts. Was haben die beiden denn gegen den Süden? Hier ist es doch wunderschön und genauso nerdig. Ja, ich meine, ihr könnt gaming-technisch schon ein bisschen mehr passieren, Lea. Mann, Hauke, du musst einfach mal die Augen öffnen. Gaming ist überall, an den überraschendsten Orten. Jetzt überleg dir mal, was spielst du, wenn deine Mama vorbeikommt? GTA. Das andere? Brettspiele? Ja, ganz genau. Und auch bei denen ist ja so ein Stück Gaming enthalten. Ja, das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Also, finde ich jetzt gar nicht. Ich meine, jetzt hier im Süden war gerade die Spielewiesen und Sarah war da, um sich mal anzuschauen, was Videospiele und Brettspiele wirklich gemein haben. Ja, Mama, ne? Mitschreiben für Weihnachten. Was wurde eigentlich gespielt, bevor es Konsolen und PCs gab? Genau, Brettspiele. Wir dachten uns, wir legen den Controller einfach mal beiseite und schauen uns die Welt der analogen Unterhaltung an. Deswegen sind wir hier in Augsburg auf der Spielwiesen, dem Brettspielfestival in Süddeutschland. Naja, so ganz ohne Mission sind wir auch nicht hier, denn nicht immer war das Brettspiel zuerst da. Es gibt auch einige Brettspiele, die auf Videospielen basieren. Und das sind echt nicht wenige, wie ihr seht. Bei den über 4000 Spielen in den Messehallen hier muss ja eins von diesen Games eigentlich dabei sein. Und wir sind ja Gamer, also versuchen wir doch mal eins davon zu finden und auszuprobieren, ob es sich dafür dann lohnt, den PC mal auszulassen. Los geht's! Zuerst müssen wir aber eine wichtige Frage bei den Besuchern klären. Videospiele oder Brettspiele? Oh, es kommt immer auf die, ja, auf die Situation an. Also so mit Freunden finde ich dann schon irgendwie Brettspiele so zu Hause ganz cool. Aber wenn man alleine ist oder weil nur ein bisschen Zeit hat, ist doch eher Videospiele für mich. Ja, das ist einfach beantwortet. Ganz klar Brettspiele. Da sitzt man nicht alleine. Das ist der Grund. Gibt es noch mehr Gründe? Das ist was Haptisches. Man nimmt was in die Hand. Ich habe was zum damit rumspielen, Karten. Es ist viel, viel mehr Interaktion dabei. Brettspiele sind besser. Ich bin zwar auch gern Zocker, sage ich jetzt mal, aber Brettspiele sind besser. Die Interaktion miteinander ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und einfach diese Atmosphäre, die aufgebaut wird am Tisch, die finde ich einfach cool. Beides hat also seine Vor- und Nachteile. Aber wir sind ja auch aus einem ganz anderen Grund hier. Vielleicht kann uns einer der Spieleshops helfen. Ey, das ist das Fantainment. Die hatten wir auch schon mal bei uns in der Sendung und ich weiß, dass sie mit Videospielen zu tun haben. Also fragen wir da einfach mal nach. Ich habe euch hier gesehen und wir haben so eine kleine Mission. Und zwar suchen wir Brettspiele, die auf Videospielen basieren. Und wir haben hier so eine kleine Liste. Könnt ihr uns da vielleicht weiterhelfen? Habt ihr irgendwas davon da? Ja, also eins davon auf jeden Fall. Kannst du was zu dem Spiel sagen? Hast du es schon gespielt? Oder einer hat noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es sehr komplex ist. Also man hat ordentlich viel, was man da machen kann. Wenn man eingefleischter Witcher-Fan ist, dann ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Und du meintest noch Anno habt ihr hier? Oder? Nee, das haben wir bei uns im Laden. Ah, okay. Habt ihr noch irgendein anderes Videospiel, Brettspiel hier? Also von deiner Liste nichts. Einen Treffer haben wir, aber das ist doch echt noch etwas dürftig bei so einer großen Auswahl.
Auf dem Weg zum nächsten Stand fällt mir allerdings ein Spiel auf der diesjährigen Spielwiesen besonders ins Auge. Hier überall auf der Spielwiesen begegnet einem ein Spiel, Dorfromantik, das Spiel des Jahres 2023, welches übrigens auf dem gleichnamigen Videospiel basiert, das auch einige Auszeichnungen abgeräumt hat. Aber weiter geht's, ab zum nächsten Shop. Spiele, die auf Videospielen basieren? Ja, gibt's ein paar. Haben wir. Also ich habe hier so eine Liste. Habt ihr davon mehr da, außer The Witcher, weil das haben wir jetzt echt schon öfters gehabt? Bioshock hatten wir, glaube ich, auch da, aber das ist schon ausverkauft. Also ging das gut weg? Ja, auch das Anno 1800 ging ganz gut. Hast du die schon gespielt selbst? Wie fandst du die, wenn ja? Eins, glaube ich, habe ich schon gespielt. Es war relativ gut. Zum Ersatz zu einem PC-Spiel ist es jetzt nicht. Es hat schon einen Unterschied, aber es macht auch Spaß. Auf jeden Fall finde ich die Idee gut mit dem Videospiel als Brettspiel. Was würdest du dann sagen? Was ist besser, Brettspiele oder Videospiele? Kommt drauf an, auf was man steht. Also für die Strategie das Brettspiel auf jeden Fall, aber vom Videospiel ist der Actiongrad einfach größer. Auch wenn es The Witcher hier überall zu kaufen gibt, aufgebaut auf einem der Ausprobiertische, habe ich es noch nicht gesehen. Und auch keines der anderen Spiele auf meiner Liste. Meine letzte Hoffnung ist jetzt noch die Spieleausleihe. Vielleicht verbirgt sich eins der Spiele ja dort noch. Wir haben hier eine Liste mit Brettspielen, die auf Videospielen basieren. Habt ihr davon eins da? Ich zeig dir mal die Liste. Alles drauf steht. Pac-Man, The Board Game, Bloodborne. Oh je, das wird schwierig, sage ich dir gleich. Doom haben wir mal gehabt. Ich glaube, das haben wir vor 2 Jahren aussortiert, weil es einfach nicht ging. Und Spiele, die hier jahrelang im Regal liegen und nicht gespielt werden, die müssen halt irgendwann mal Platz machen für was Neues. Und was wir haben, und das soll auch ein großes Publikum ansprechen. Und das ist teilweise, was ich hier sehe, doch recht speziell, möchte ich mal sagen. So wirklich erfolgreich war ich mit meiner Videospielliste hier nicht, aber dafür habe ich einiges über die Brettspielwelt gelernt. Und im Kern sind beide Welten doch ziemlich gleich. Videospiele sind schon was Tolles, aber es geht doch nichts über einen gemütlichen Familienabend mit einem Brettspiel. Und es ist immer noch besser, wenn Plastikmännchen durch die Gegend fliegen, als der Controller. Zack, wieder was gelernt. Also an Weihnachten auch mal die Gaming-Skills rausholen. Oder einfach mal die Mutter fragen, welchen Rank sie in UNO hat oder so. Wie funktioniert da das Matchmaking? Skill-based. Wenn man Spaß haben will, muss man dann an Weihnachten noch mal zu einer anderen Familie, damit man auf demselben Level ist. So. So, aber bevor wir mal zu einer anderen Familie müssen, gehen wir erstmal in die Werbung. Und danach haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar das größte E-Sports-Turnier der Welt und den absoluten Superstar in League of Legends. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir müssen jetzt über das E-Sports-Thema der letzten Woche reden. Du sagst es, Lea. Hier, Nikos fast wechselt zu Team Falcons nach Saudi-Arabien. Ey, was ein Ding. Krass, mit diesem Turn am Ende und... Nee. Dann Lewis Hamilton, der jetzt in Fortnite und in Rocket League ist. Auch krasse News. Puh. Hauke, E-Sports, die großen Turniere? League of Legends? Ja, die Worlds, die WM ist jetzt vorbei, ne? Ja, ganz genau. Und das Finale war wirklich crazy. Ah, war es crazy? Ja. Ja, es war großartig. Also, hast du es nicht angeschaut? Mann, nee. Hauke. Ja gut, da muss ich vielleicht mal Sonja anrufen. Die hat das safe gesehen und die kann dir dann auch sicher erklären, warum das so gut war. Ja, hey Sonja, kannst du Hauke vielleicht einfach mal erklären, warum die Worlds so krass waren? Hi, ja, na klar. Also, die Worlds waren auf jeden Fall ein Riesenspektakel. Weibo Gaming, der absolute Underdog gegen T1. Und das Ganze auch noch in Korea. Faker hat ja schon 3-mal die Worlds gewonnen und jetzt eben gesagt, den 4. Titel möchte er sich für sein Team holen, weil sie in dieser Konstellation wahrscheinlich nächstes Jahr eben nicht mehr weiterspielen können. Also eigentlich mega süß. Und was ist passiert? He did it. Und das auch nicht zu wenig. Also 3-0 einfach Weibo zerstört und jetzt damit den 4. Titel mittlerweile geholt. In 10 Jahren. Also 4-mal Champion geworden, das ist Wahnsinn. Ich meine, wie oft ist Messi Weltmeister geworden? Hä? Also absolute Legende. Danke, Sonja. Ja, das ist ja ein Ding, Lea. Hier der beste Spieler der Welt, den wir übrigens auch seit Folge 1 als Deko hier im Studio haben. Der gewinnt jetzt mal wieder einen Titel. Echt, der GOAT holt sich noch eine Trophäe. Was ein Zufall. Wow. Aber wir haben noch eine Durchsage, Lea. Ja. Ganz genau. Und zwar sind wir im Dezember live und das nicht hier im Studio, sondern in einem Comedy-Club.
vor Publikum und da sind dann auch alle dabei, Paul, Hauke und Maxi Stettenbauer und. Also, wenn ihr das E-Fernsehen schon immer mal live erleben wolltet, da habt ihr jetzt die Chance. Kommt einfach nach München in den Comedy Club. Tickets gibt's bei esports.com. Unter dem Link könnt ihr einfach vorbeikommen und dann seid ihr coole Leute in unserem Publikum. Ja, damit du überhaupt mal Publikum für deine Comedy hast, oder? Aua. Das tut weh, Lea. Ja, aber damit sagen wir jetzt auch tschüss. Ich hoffe, vielleicht konntet ihr schon ein paar Brettspiele shoppen jetzt während der Show oder ihr seid League of Legends Fans geworden. Schreibt uns das gerne. Ja, oder ihr hängt im Naruto Let's Play fest. Auch vollkommen okay. Hier bei ProSiebenMax akzeptieren wir alles. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Bestform. Ciao. Okay, willst du jetzt einen Witz erzählen? Kein Problem, mache ich. Weißt du, warum Super Mario Super Mario heißt? Nee. Weil er nur Benzin säuft. Ja, okay, also wenn ihr noch was anderes von uns sehen wollt, dann klickt gerne hier oder lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und dann freuen wir uns natürlich, euch live zu sehen im Dezember. Der erste Entwurf war auch Diesel Mario.